Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 und zwar dem Noob Run von Ecclesion. Wie gesagt, wir wollen uns hier bis jetzt in der Erdenspitze rumquälen und zwar die untere Erdenspitze. Und zu sehen, was denn so alles auf uns lauern würde oder auf uns warten würde. Welche Schätze, welche Wunder, welche Sachen, die wir ausgelassen haben. Ich glaube nicht, dass wir viel ausgelassen haben. Aber trotzdem schauen wir uns das einfach mal an. Nein, das ist die falsche Richtung. Ja, das ist die richtige Richtung. Wie viele Gegner haben wir hier vorne? Ich weiß es nicht. Gar keine momentan. Nur die da oben. Die befreien sich nicht von selbst. Wir haben hier dann die Dicken. Und einige von den Dicken haben wir hier. Um die wir uns dann kümmern dürfen. Komm, mein Dickerchen. Komm in die Arena. Attackier. Ja, habt ihr den Rücken schon mal von dem Typen gesehen? Guckt mal. Ah, Backstab. Hat also doch. Der hat irgendwie genau so ein Loch. Wie. Oh, Titanitscherbe. Wie wir eigentlich, wenn wir untot werden. Das ist das Zeichen. Des Fluchs. Hey, hello. Hello, Bobby. Danke, Bobby. So, wer ist als nächstes dran? Der da. Guck mich schon so schief an. Ich glaube, vorne haben wir sonst noch so einen Typen. Und zack, und zack, und zack. So. Die wieder was steht an die Scherbe. Yay. Stimmt, das war der eine, der da wartet. Ah, und der kam als erstes. Genau, der kam auch da an. Gab es sonst noch einen? Nee. Nur die komischen Typen. Okay, und ich meine die dort drin, aber die drin, die können uns gestohlen bleiben. Nein. Ja. Sehr schön. Dann haben wir gegenüber noch einen. Ja, warte mal. Der Weg, das sieht anders aus. Ja, das Gift ist weggegangen. Sieht man auch, dass man da hin kann eigentlich. Sehr schön. Jetzt da hinspringen. Ich glaube, da müsste ich irgendwie schräg springen. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Oh! Ha! Okay, ganz so schräg muss ich zum Glück nicht springen. Irgendwie ist es, glaube ich, auch eine Falle. Weil das Ding, das sehen wir auf jeden Fall in der Wand. Da bin ich nicht der Einzige, der das sieht. Hoffe ich zumindest. Also wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, da ist auch der Schalter. Sehr klug. Aha. Noch ein Gegner? Nö. Das ist eine Leiche. Da ist ein Gegner. Ha. Mistkerle. Weil das erinnert mich wirklich irgendwie an das Grab. Dark Souls 1. Also nicht der Riesen, aber ihr wisst schon. Ist irgendwie ähnlich aufgebaut hier mit diesen ganzen Säulen und einem Schatz ganz am Ende. Das ist kein Mimik. Eine Falle. Nö. Schwere Armbrust plus 3 automatisch und schwere Bolzen. Schwere Bolzen sind halt wichtig, um ja, diese ganzen Giftdinger kaputt machen zu können. Hier haben wir den Unterschied 125, 188, wobei, ich meine, die leichte Armbrust ist eine leichte Armbrust und das ist eine schwere Armbrust, aber die schwere Armbrust ist auf plus 3 und die ist auf normal. Trotzdem mal mehr Schaden als der Bogen. Ja. Deswegen muss man halt nachladen bei der Armbrust. Das heißt, man schießt langsamer. Okay, Falle ging nicht los. Das war sonst wirklich nix. Hm. Na gut, wenigstens hätten wir das dann erledigt. Die Frage ist nur, soll ich jetzt wirklich... Na, machbar wäre es, glaube ich.
Wenn nicht, dann verliere ich 2000 Seelen. Huch. Er hat mich gesehen. Komm hier runter. Ja, komm hier runter. Hat mich dein Kollege gehört? Nein? Jetzt aber. Da müssen wir aber hochgehen. Ey. Hui. Oh oh. Uh oh. Das hat wehgetan. Genau, der da oben. Der müsste doch aufmerksam auf mich werden, sobald ich oben bin. Nein? Sehr schön. Okay, warte mal. Ist vorne irgendwas? Nein, das ist nur der Hammer, oder? Ey, ich glaube, da ist nix. Ein Komplettrun kann ich es mir ja genauer anschauen. Wirklich die Lust habe. Aber damit wären wir dann hier mal fertig, glaube ich. Boah, die hören sich so ekelhaft an. Ihr könnt mir gerne schreiben, falls ich irgendwas übersehen habe, ne? Weil dann weiß ich das. Und kann mich dann für ein Komplettrun ein bisschen besser einstimmen. Aber für den Moment ist gut. Sehr gut. Wir gehen jetzt zur oberen Spitze und schauen, was hier auf uns wartet. Ah, die große Sense. Sind zum Glück immer noch menschlich. Sehr schönes. Müssen hier aber aufpassen auf Gegner. Die können wir ignorieren. Ah, die hat sich selber vergiftet. Ah. Wie wunderschön. Oh, der hat uns jetzt gesehen. Yep, und yep, und yep. Sehr schön. Den haben wir auch erledigt. Wie schaut's mit dem hier aus? Ich glaube, da war auch noch eine. Ah, ich hab's vergiftet. Yay. Das heißt, die wird jetzt auch sterben. Nein. Das war blöd. Besser. Na, ja. Das war genug. Weg. Dankeschön für die Blumen. Die erinnert mich... es tut mir leid. Ich habe momentan anscheinend einen Frosch im Hals. Jedenfalls, die erinnert mich irgendwie auch sehr stark an die Schlangenhexerin aus Dark Souls 1, aus Sens Festung. Weil die ganzen Fallen und Gift. Sens Festung 2.0? Hm. Oh Gott. Im letzten Schlucksturm hat sich alles irgendwie am Boden festgesetzt. Nicht die schönste Erfindung, seit es Wein gibt. Kann die einzeln holen? Jupp, man kann die einzeln holen. Oh, und da ist der Durchgang. Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Bam. Nein. Das reicht nicht aus. Was seid ihr für krasse Grabwächter? So, den kann ich einfach hier einen Autofokus nehmen. Koste meinen Stahl! Wow! Haha! Ich nehme lieber Lebenssteine. Hm. Vorsichtig sein, wir haben nicht wirklich viel AP. Ah, also ist da doch ein Durchgang. Okay. Schöne Statuen. Hier waren wir ja sonst überall. Was haben wir hier? Ein Skelett mit einem Giftstein. Nice. Damit sollten wir ja Waffen dann mit Gift verbessern können. Wenn mich der Name nicht täuscht. Ja, wir haben ja schon einen Giftstein gehabt. Genau. Okay.
Das ist ja alles klar. Dann können wir hier rufen. Er sieht irgendwie aus wie ein Joker. Ein Hofner. Kann sein. Ja, Hofner Thomas. Okay. Oder Thomas oder Thomas. Der sieht aber gefährlich aus. Seine Hände leuchten. Was nutzt er wohl für Waffen? Wir werden sehen. Ist es etwa ein Bosskampf? Einmal vorher 5000. Nee, riskieren wir es. Zu verlieren haben wir nicht. Hoffe ich. Los geht's! Oh, Gift. Wie toll. Thomas, komm her. Thomas, komm her. Oh. Ist ja freudig. So eine Ecke. Nicht gut ist. Sollte nicht auf der gleichen Länge mit Thomas verweilen. Und nicht im Giftwasser stehen. Meine Pfeile sind nicht wirklich effektiv. Ja, nice. Also wirklich geschockt. Ich meine, sie sieht schon sehr hübsch aus. Ich meine, sie hat eine nette Oberweite. Und ein Schädel und ein Schwänzchen. Ein Schädel, mit dem sie attackiert. Zur Magie macht sie mit dem. Sie hat ihren eigenen Schädel abgeschlagen. Danke, Thomas. Wieso hast du mir den letzten Schlag genommen? Trotzdem, gelobt sei die Unheilskönigin. Ich meine Thomas. Ja, Thomas. Oh Gott. Ja. Also mit Thomas war es nicht wirklich schwer. Sonst, der Kampf selber sah jetzt auch nicht wirklich so schwer aus. Wenn man in der Nähe war, hat sie anscheinend eh keine Magie gewirkt. Wenn man hinter ihr war, konnte sie mit ihrem Schweif zuschlagen, was ein bisschen uncool ist. Und sonst hat sie einen Speer gehabt. Wobei sie meistens eine Zweier-Kombo gemacht hat und sonst nicht wirklich viel gemacht hat. Sie war recht verwundbar in dem Zeitraum. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier jetzt mein Großschwert gehabt hätte, hätte ich zweimal attackieren können. Oder mit meinem Kolben sogar dreimal vielleicht. Ja. Und dann müsste ich halt ein bisschen Ausdauer aufladen und sie dann besiegen. Oder weiter drauf reinhauen, blocken, ausweichen. Ausweichen wäre sogar vielleicht ein bisschen effektiver. Ein Aufzug. Keine Wand? Keine. Ich meine, es ist eine Wand, aber es ist keine Fake-Wand. Nee, sieht nicht fake aus. Na dann, schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Sicherheitshalber vielleicht in den Ring wechseln. Ja. Da geht's aber weit nach oben. Wo könnte uns das eigentlich hinbringen? Ich meine, wir haben nur die Minen gesehen, wie wir in ihren Spitze drin waren. Von ihren Spitze haben wir diese große Mühle gesehen und dieser Palast, wenn man ihn wirklich Palast nennen kann. Was wir aber sonst auch noch gesehen haben, ich glaube, dass hinten ein Berg war. Deswegen heißt das Ding auch ihren Spitz. Ja. Das sieht nicht gut aus und nicht einladend. Oh, Eisenschloss. Wow. Erinnert mich irgendwie an Anno Londo. Wie komme ich nur auf Anno Londo? Ich weiß es nicht. Das sieht nicht nach einem gesunden Weg aus. Das ist aber ein Item. Das ist ein Item? In der Lava? Würde man da hin... Ah, warte mal. Würde man sich von da so fallen lassen? Hm. Ah, da haben wir auch einen Weg. Oh. Oh. Das sieht besser aus. Das sieht ein Land aus. Warte mal, was sind das für Figuren? Greifen. Wie auch bei Heizflammtower. Nicht Tower. Turm. Will. Sehr schön, das hätten wir angezündet. Wir dann ja auch nicht mehr.
Wie viel Schaden macht dieser heiße Stein? Wow. Das ist ein Gegenstand da hinten. Nee, wir gehen nach Majula. Wir gehen nach Majula. Ich habe keine Lust, da zu sterben. Im neuen Gebiet. Ich meine, ich wäre gleich mit dem Leuchtfeuer, aber... Es war ein bisschen Verschwendung von Seelen. Oder von meiner Menschlichkeit. Gut. Dann haben wir auch das gemacht. You've been long away. Well. Okay, du hast einiges zum Anbieten. Was sind wir da? Nö, brauchen wir das nicht. Brauchen wir auch nicht wirklich. Seelenfrieden und erneuter Tod. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt gehabt. Nein. Wir könnten uns aber vielleicht ein bisschen mehr mit Pyromantie beschäftigen. Wie wird das klingen? Wie viele Punkte würde ich überhaupt brauchen? Ich glaube, bei Zauberei würde ich... Ja. 6 Punkte brauchen für einen Slot. Das heißt, ich könnte ein bisschen was höchstwahrscheinlich aus Vitalität rausnehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so klug wäre. Weil wir brauchen, glaube ich, auch Intelligenz. Oder? Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Es wird es trotzdem stärker machen. Fragen über Fragen. Dann würde ich sagen, lassen wir es einfach. Immer noch für einen Moment. Bis wir vielleicht ein bisschen mehr noch Punkte haben. Wenn ich kann nur einmal aufsteigen. Habe ich noch irgendwelche Seelen gefunden? Wenn ja, da könnte ich mir noch den Rest geben. Sonst, ja. Oder ich muss kurz irgendwo grinden. Was machen wir? Ach ja, den Ring der Dorne habe ich euch nicht gezeigt. Wenn ihr Schaden erleidet, übt der Ring Rache und fügt dem Gegner Schaden zu. Hört sich nicht schlecht an. Ist der Ring von Pate, um das euch wieder in Erinnerung rufen zu können. Was ist mit der Seele? Reicht die aus? 800. Dann brauchen wir 12.100. 12.662. Ach. Mist. So ein Mist aber auch. Ja. Was machen wir? Wir können zu den Krähen gehen. Das würde mir aber nicht wirklich Seelen mehr einbringen. Zeitlich ist die Episode eigentlich auch noch okay. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir einfach wieder dorthin zurück, wo wir jetzt waren. Und sammeln vielleicht ein paar Seelen. Wir müssen ja nicht unbedingt alles machen, alles finden. Sind wir da. Grenzbrücke, Eisenschloss. Das sieht nicht schlecht an. Ich würde sagen, ich mache das Eisenschloss ein bisschen. Progress technisch jetzt. Und dann müssten wir irgendwann auch in den Sinderhügel. Das muss auf jeden Fall auch noch gemacht werden. Ist vielleicht sogar leichter, das Eisenschloss. Aber das Eisenschloss, das sieht freundlicher aus. Heller. Feuriger. Oh Gott. Wirklich so freundlich ist es nicht, wenn ich darüber nachdenke. Aber egal. Ich habe, glaube ich, hier auch einige PvP-Videos gesehen. Auf der Brücke, ja. Kommt mir ziemlich bekannt vor. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich das eine dort nicht überlebe, dann werde ich den Sprung hierhin sicher nicht überleben. Dann braucht man mehrere Sprünge. Oh Gott. Nee. Was bist du für einer? Hallo? Kommst du automatisch hergerannt? Dein Kumpel sieht mich nicht. Ah, geht auch. Was bist du ferner? Du siehst nach einem Samurai aus. Bringt das viel? Nope. Sehr schön. Aber Blutung kann nicht so sagen. Okay. Dum, dum. Sehr schön. Der hat irgendwie in die Richtung geguckt. Mit irgendwas? Nö, nur noch mehr Lava. Lava, Lava. Miss Lava, Lava. Auch nicht. Schade. Systematisch einfach vorgehen. Systematisch. Wieder noch mehr greifen. Und eine schwere Tür. Das Gute soll ein schlechtes sein. Ich weiß nicht. Hm.
Oh, da sind zwei Typen. Ein Headshot? Wieso nicht? 141 Schaden. Komm mit mir raus, mein kleiner Freund. Ja, stech dich. Ausdauer wäre wirklich nicht schlecht, wenn wir mehr hätten. Ah ja, und wir sind bei 14.000 Seelen. Das heißt, das Level-Up ist ja fast schon im Sack. Bam, bam. Sehr schön. Schwarzstahl-Katana. Nein, nicht das. Wir wollen hier kein Dialekt reden. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an... Wollen wir das sehen? An eine weiße Version. Ich habe das Schwertchen eigentlich. Nur ich habe halt eine weiße Version und eine schwarze Version. Die weiße Version, da sollte ich eigentlich ein Video rausbringen, aber ich glaube, bis jetzt habe ich es nicht gemacht. Und wenn doch, dann wisst ihr es. Gab es so eine Sonderaktion, die gibt es mehrmals. In Majula, wo ihr dann in der Truhe unten in der Majula Villa, wo ihr dann den Schlüssel von Kale kriegt, dem Kartografen, um reinzukommen. Dort im Keller gibt es diese ominöse Truhe. Und in der kann dann manchmal eine Waffe drin sein, wenn man patcht und online zu einem bestimmten Tag ins Spiel reinkommt und sich die Truhe nochmals ansieht. Sonst könnt ihr es hier sehen. Die Itembeschreibung ist dieselbe. Die Werte sind dieselben. Nur das Aussehen ist anders. Hier haben wir das Original. Das ist schwarz. Und dann haben wir hier die weiße Version. Weißer Griff. Weiß. Sonst ident. Gut. Da gibt es einen Gegenstand, aber der ist Feuer. Und ich stehe nicht so sehr auf Feuer. Das ist auch noch ein Gegner. Der auf uns nur wartet. Zwei Schläge nur noch. Nice. Okay, dann hätten wir auch das hinter uns. Und hier, oh. Ein NPC. Sehr schöne Aussicht hat dieser NPC. Muss man ihm zugestehen. Mal schauen, wer das ist. Wer bist du? What? Who are you? Who, me? I'm Magarold. Who else? What? Have a look at my wares. Scheint ein Händler zu sein, im Namen Magerold. Oder Magerold. Wir können bei ihm räuchern. Oh mein Gott. Und wir können Gegenstände kaufen. Oh. Etwas Narrenset. Ah, oh, warte. Effekt erhöht das Finden von Objekten. Wie auch unsere Mütze. Gibt kritische Treffer vom Feind auf. Erhöht Anzahl der erworbenen Seelen. Verringert Fallschaden. Kann es sein, dass das Set irgendwie ein bisschen imbar ist? Weil man braucht 14 Geschicklichkeit, um das Ding zu tragen, aber... Jedes von den Teilen hat einen Effekt. Und wir können auch hier die Banditen-Starter-Rüstung haben, die überhaupt keinen Effekt hat. Wow. Fluchbissring. Kauft er auch noch. Der Typ, der hat ja Sachen. Masken. Er verkauft die Masken. Mit denen ihr Sachen sagen könnt, wie in Dark Souls 1, mit dem DLC damals. Sonst rostige Münze, Reparaturpulver, kohlehartiges Harz, Feuerschaden, Feuerbombe, grüne Blüte, ein Menschenbild und Duftzweig. Ulala. Und sonst Zauber, Seelenfall, großer Seelenfall, schwerer Seelenfall, großer, schwerer Seelenfall, den haben wir, glaube ich, einmal gefunden jetzt. Ja. Mierdenspitz. Mierdenspitze. Schutzkontrolle haben wir auch noch. Und dann haben wir finster Hagel und finsterer Sturm. Hexereien. Verlockend. Ich meine, das ist sehr verlockend. Das ist sehr verlockend. Und das kann auch sehr verlockend sein. Damit spart man sich halt Ringplätze. Muss aber unbedingt die Rüstung tragen. Und die Frage ist, ob wir so viel aushalten würden.
Eigentlich wollte ich die Seelen aufheben, um Level-Up zu kaufen. Aber teilweise denke ich mir, ich sollte mir vielleicht das Set hier kaufen. Das wären 5000 und 2900, 4900, also 9900. Ja, wir leisten uns das. Wir können uns das so häufig kaufen, wie wir wollen. Ich will aber alles einmal besitzen. Einmal! Verdammt nochmal. So. Wenn das Set könnte ich mir auch besorgen, aber. Ein anderes Mal vielleicht. Sonst würde ich ganz eine Maske haben. Sehr gut. Verzeihung, danke, hallo. Hallo ist wichtig. Sehr gut ist wichtig. Die letzten zwei, die kaufen wir dann zusammen. So. Cheers. Bitteschön. Ich weiß, wir müssen auch noch mit ihm reden, aber... Das ist krass. Zum Upgraden von den Dingern brauchen wir auf jeden Fall glitzerndes Titanit, was ein bisschen ein Problem ist. Wie ist aber die neue Rüstung so? Lederhandschuhe, Ritterstulpen, Banditen, Narrenhandschuhe. Haben weniger Abwehrkraft, aber sind besser gegen Magie. Sind besser gegen Magie. Und haben auch noch Gift, Blut, Versteinerungs- und Fluchresistenz, glaube ich. Yep. Wow. Das hört sich vielversprechend an, um ehrlich zu sein. Sind aber auch schwerer. Und wir verlieren unseren Bonus. Wir werden noch mehr Belastbarkeit brauchen. Aber ich hätte mehr Seelen, die ich kriege. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Prozent das wäre. Vielleicht ist der silberne Schlangenring doch besser. Aber wenn ich das Ding nutze, könnte ich dann was anderes nutzen. Wie zum Beispiel den hier dann. Da wird sich alles irgendwie vielleicht ausgleichen. Später könnte ich ihn dann wechseln. Also ich hätte damit dann mehr Ringslots frei. Was auf jeden Fall gut ist. Wenn das Scaling... Wie gut ist das Scaling? Wir haben hier 29 und 16. Wären wir auf 35, 45. Und hier wären wir auf 46. Das heißt, allein schon unabgegradet, gegen unabgegradet, hätten wir hier einfach jetzt mehr körperliche Abwehr. Mit den Handschuhen. Das sind aber auch schwerer. Und wir verlieren den Bonuseffekt, dass wir mehr Lasten tragen können. Die Narrenhose selber scheint auch sehr gut zu sein. Verringert Fallschaden. Können wir vielleicht auch nutzen. Das Ganze sieht aber trotzdem irgendwie seltsam aus. Und hebt kritische Treffer von Feinden auf. Ist sicher sehr gut im PvP, aber im PvE sollten wir nicht wirklich kritische Treffer kriegen. Von daher könnten wir da dann eine andere Brust nutzen, die vielleicht interessanter ist. Aber wir haben hier sonst... Ja, die Häftlingslumpen, die sind sehr schlecht. Die wollen wir nicht. Die anderen haben sonst keine Bonus-Effekte. Von daher bleiben wir vielleicht da. In dem. Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. 32 und 20, wobei ich habe es dreimal abgegradet. 34. Wirklich. Wow. Schon von Haus aus mehr. 34 plus 20. Oder 32 plus 20. Weil beide haben das gleiche Scaling bei Belastung. Das heißt, ich müsste eigentlich so rumrennen. Irgendwie seltsam. Aber irgendwie auch witzig. Und ich müsste mir eigentlich fast immer den Helm abschneiden. Wirklich seltsam. Aha. Ja, wir hätten wirklich weniger Werte. Also das ist einfach besser. Nur, wenn ich jetzt den Ring ablegen würde, zum Beispiel, wären wir bei 76. Das heißt, wir rollen dicke. Das wiederum heißt, dass ich irgendwie die Belastbarkeit hoch pushen sollte. Ich könnte, Betonung auf könnte, mir das ein bisschen genauer anschauen hier, mit den Stats, und vielleicht ein paar Dinge ändern. So dass ich dann vielleicht bestimmte Sachen eher nutzen kann. Weil, warte mal, hier ist ein Gegenstand. Ah, da wurde es frei. Wieder ein Pharos-Ding. Sehr nice. Eigentlich wollte ich hier nicht weiter. Ich wollte eigentlich mit ihm noch weiterreden. Aber das mit den Items ist so krass. Rein theoretisch müsste ich wirklich eigentlich Items, nicht Items, Seelen farmen, damit ich ein paar Level-Ups noch dazu kriege.
Und da müsste ich wahrscheinlich ein bisschen was von meiner HP abzweigen, meine Belastung höher bringen und dann könnte ich einen Ringslot mehr haben. Und gleichzeitig könnte ich mir ja vielleicht anschauen, wie ich das mit dem Pyromantie machen sollte. Ist nur die Frage, wie viele Punkte ich investieren muss im Endeffekt. Weil beim letzten Mal habe ich einiges an Punkten investieren müssen, damit ich ein paar Prozent hier wegkriege. Ich meine, ich wäre bei 73,5. Wobei es auch darauf ankommt, welchen Ring ich dann noch nutze, weil der kann mich dann noch schwerer machen. Das ist auch teilweise das Problem. Mit 75,4. Ich muss mir wirklich die schwersten Ringe aussuchen, 2. Und so lange die Belastbarkeit oder Belastung hochtreiben, bis ich auch die inkludiert habe. Wenn ich auf Nummer sicher sein will. Oder ich roll fett. Wobei so viele rolle ich jetzt auch nicht. Aber trotzdem. Wir haben einiges auch in unsere Rollfähigkeit halt investiert. Und von daher sollte ich das vielleicht ein bisschen ehren. Ja. Also. Zauberei sollte ich erhöhen. Belastbarkeit sollte ich erhöhen. Das könnte ich momentan aber nur machen, wenn ich irgendwelche Punkte halt abknöpfe. Stärke, glaube ich, brauchen wir sogar. Minimum 30, kann das sein? Nein, 25 eigentlich. Aber das Scaling ist dann besser. Wir machen halt mehr Schaden. Und unsere zwei Hauptwaffen, die skalieren beide zähmäßig mit Stärke. Das sollte mehr in Geschicklichkeit eigentlich reintun. Ah. Naja. Weil der Kolben, der profitiert von Stärke. Also hier seht ihr. 25 Stärke. Das heißt, wenn ich wirklich meine HP jetzt ein bisschen aufopfern würde, könnte ich 5 Punkte kriegen, könnte Vitalität, wenn ich auf 20 runtergehe, ich glaube, niedriger als 20 sollte ich nicht gehen, hätte ich dann 9, hätte also dann 14 Punkte. Ich will für Zauberei würde ich 6 brauchen. Das heißt, ich wäre dann bei 8 Punkten. Also 8 Punkte könnte ich maximal in Belastbarkeit dann reinpumpen. Das ist schwer. Ich weiß nicht mal beim Neuskillen, ob ich sehe, wie das aussieht. Ich glaube, das müssen wir uns in der nächsten Folge dann ansehen. In der nächsten Folge reden wir einfach hier weiter mit ihm. Und dann überlegen wir uns, was wir mal mit dem Charakter machen. Ich meine, das Ganze sieht auch sehr seltsam aus. Irgendwie angsteinflößend. Und seltsam. Und angsteinflößend. Aber Geschicklichkeit kann ich auf jeden Fall nicht weniger nehmen, weil ich bin schon bei 20 und das ist das Minimum für die ganzen Sachen, die ich benutze. Wie ihr sehen konntet, also das Ding ist bei 20. Jetzt sind wir 14, 12. Hier sind wir bei 14 mit den Teilen. So weit darunter kann ich nicht mit dem Stat. Ich könnte sonst halt die Anpassung verringern. Nee, wir schauen einfach mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit der ganzen Planung hier. Ich sehe seltsam aus. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in Dark Souls 2, dem Noob Run von Ecclesion. Bis dann. Diesen Kristall brauchen wir. Wir brauchen diesen Blitzkristall. Sobald er spawnt, müssen wir ihn nehmen und weiterlaufen und dann selber rüberspringen, wie hier vorgezeigt. Das Spiel selber ist ein Mix aus Action, RPG und ja, Strategiespiel, könnte man sagen. Oder einen taktischen Rollenspiel. Gute Wahl. Ich mag wirklich diesen Synchronsprecher. Dieser Leiterbauer Gligge heißt dieser Typ. Er kann für uns dann Leiter aufbauen.